Ja, ein kurzes Statement unterwegs zum Wald. Hier haben wir schon einen Feldweg gesperrt. Grundsätzlich ist eine gute Idee, direkt den Feldweg und damit den Zugang zum Wald schon zu sperren, bevor man am Waldrand angekommen ist und dann feststellt, dass man wieder umdrehen muss. Hier befinden wir uns noch auf Höhe vom Dorf. Heißt, die Strecke, die man jetzt zurücklegt, wenn man in den Wald wollte und jetzt feststellt, dass das nicht geht, ist relativ kurz. Also dafür ein Lob an die Kollegen. Was jetzt aber noch viel, viel, viel besser wäre bei solchen Wegsperrungen wegen Zollfellmaßnahmen, wäre, wenn man dann noch einen kurzen Zettel hinhängt. Das ist ja wirklich nicht viel Arbeit, irgendwas Handgeschriebenes, vielleicht noch einlaminiert oder irgendwie sonst wie, kann man ja morgens mal schnell machen, wo drauf steht: Nächster freier Waldeingang, wenn Sie trotzdem in den Wald wollen oder trotzdem spazieren gehen wollen, also quasi einfach eine Alternativroute anbieten. Weil, was ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, ist jetzt nur dieser Waldzugang da hinten dann irgendwann oben auf dem Buckel nur der gesperrt oder ist der andere, den ich jetzt alternativ nehmen werde, auch gesperrt? Also das wirklich nur so als ganz kurzer, wohlmeinender Hinweis zur Optimierung an die forstlichen Kollegen. Selbstverständlich läuft man da nicht durch und was man auch nicht tun sollte, ist außen vorbeilaufen, weil es ist ja nur der Weg gesperrt. Das heißt, außen rum kann ich ja laufen, das ist Quatsch. Aber ja, das wäre halt in eben perfekt, ne? Also sehr gut, dass das hier unten schon gesperrt ist, aber noch ein kleiner Hinweis, welcher Waldzugang dann frei ist, wo man denn jetzt gerade aktuell in den Wald kann, weil ihr könnt mir nicht erzählen, dass im gesamten Waldgebiet, das wir hier haben, Forstarbeiten stattfinden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, dann wäre es perfekt, ne? Also das nur so mal ganz kurz, einfach mal in den Raum geschmissen. Vielleicht guckt ja der eine oder andere Kollege zu.